Knopfloch sagt, wie soll man wissen, wohin man geht, wenn man nicht weiß, wo man überhaupt ist? Da ist etwas und es ist aus unserem Gedächtnis gelöscht worden, aber wir fühlen es. John Levy spricht von einer großartigen, fortgeschrittenen Zivilisation in Bezug auf die Nutzung von Elektromagnetismus, die vor nur 200 bis 400 Jahren existierte, die sich über weite Teile des heutigen Russlands, Europa und Nordamerika erstreckte und die durch ein Katastrophenereignis ausgelöscht wurde. Eine großartige, untergegangene Hochkultur, von der wir heute nichts mehr in unseren Geschichtsbüchern finden. Spuren von ihr sind jedoch noch sichtbar in der Architektur, die aussieht, als wäre sie im Boden versunken mit ihren falschen Kellern und ganzen Etagen, die heute unter dem Bodenniveau liegen. Es sieht so aus, als wenn wir nach einem Kataklysmus ganze Städte und deren Infrastruktur von einer anderen Zivilisation geerbt haben, als Erben von Schlamm und Pracht.